Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute zeige ich dir mal, wie du deinen Bass mit Parallelbearbeitung nicht nur mehr Energie verpassen kannst, sondern dabei gleichzeitig auch noch den Tiefbassbereich schonst. Und das geht nicht nur mit Drahtbassgitarren, sondern auch mit Synthesizern zum Beispiel. Also, los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording Blog und heute wollen wir uns wieder mal dem Bass zuwenden. Ja, ich bin ja ein Freund der härteren Gangart, das heißt, ich habe gerne mal einen schönen Rocksong in meiner DAW aufliegen, den ich mir meistens auch selber noch einfallen lasse und da ist immer die große Kunst, den Bass so hinzukriegen, dass er auf der einen Seite sehr energetisch klingt, auf der anderen Seite aber sein Fundament untenrum nicht verliert, denn so ein fetter Rocksong braucht ja ein fettes Bassfundament auch untenrum. Das kann von der Bassdrum natürlich kommen, aber so ein Bass, der drückt da unten schon ganz gut rum. Man kann den Bass durchaus mehr Energie geben und dabei trotzdem den Tiefbassbereich schonen, indem man den parallel bearbeitet. Wie das genau geht, schauen wir uns gleich in der Session an und verpasst gleich nach der Session auf jeden Fall nicht die Frage der Woche, denn da geht es heute um ein Thema, das uns wahrscheinlich fast alle betrifft, nämlich um das Monitoring beim Aufnehmen. Und falls du diesen Kanal magst und falls er dir gefällt und falls du Teil der Recording-Blog-Familie werden möchtest, dann klick doch schnell auf den Abonnieren-Knopf und klopf auf den Knopf und vergiss nicht das Glöckchen daneben, dann kriegst du auf jeden Fall auch einen Hinweis darauf, wenn das nächste Video erscheint oder wenn ich zum Beispiel wieder live streame, wie nächsten Montag. Also nicht verpassen, das Glöckchen anzuklicken und zack, schon bist du dabei. Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefällt und jetzt gehen wir in die Session. Also, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Ich habe so ein kleines Rock-Pattern mal wieder aufgenommen, aus Spaß, einfach mal zum Üben, um die Drums mal wieder zu spielen und zu üben, wie man sie abmischt und so weiter und so fort. Und dabei ist das hier rausgekommen. Das ist der Bass. Unverkennbar ein Rickenbacker direkt reingespielt und ja, klingt jetzt erstmal, ja, sind wir ehrlich, ne, unspektakulär. Also habe ich angefangen, den Bass erstmal zu bearbeiten und habe erstmal hier einen Fat-Channel reingeladen und ich aktiviere den mal, dann kann man mal sehen, was er macht hier. Ich habe zum einen den Kompressor, der hier ein ganz kleines bisschen wirklich nur die starken Spitzen abfangen soll. Dadurch, wie ich spiele, bin ich eigentlich wenig dynamisch, das heißt, der Sound ist relativ gleichmäßig, also werden hier nur ganz die groben Spitzen abgefangen. Und dann habe ich einen Equalizer reingeladen. Ich liebe ja den Fat-Channel, weil er die Nachbildungen von den alten Geräten hat. Die sind zum einen, klingen die gut und zum anderen sind die wirklich sehr einfach zu bedienen. Und hier habe ich dann im Bereich 60 Hertz, wie man hier sehen kann, habe ich hier eingestellt und habe dann hier wirklich tüchtig angehoben und mit dem alten Pultec-Trick hier gleichzeitig noch ein bisschen abgesenkt. Also Boost heißt ja anheben und Attenuate heißt absenken. Witzigerweise ist das ein Trick, der hauptsächlich bei den Pultec-Variationen eines Equalizers funktioniert. Man hebt also an und senkt gleichzeitig ab, aber dadurch, dass die Absenkung nicht im selben Band stattfindet wie die Anhebung, hat man so eine Kurve irgendwie, die dafür sorgt, dass der Tiefbassbereich zwar angehoben wird, aber eben nicht alles darüber überbetont wird. Hat einen schönen, charmanten Effekt und wenn ich den mal dazu schalte hier, den Fat Channel, dann hörst du sofort, was passiert beim Bass. Ich lasse den mal solo laufen. Ne, kriegt schon Pfund richtig unten rum, aber ohne jetzt zu nerven. Und mit dem Kompressor kann ich dir auch nochmal zeigen. Ja. Der macht jetzt auch nicht so unglaublich viel, ne? Also 3, maximal 4 dB und der LA2, der ja hier abgebildet ist, der ist auch relativ gutmütig. Das heißt, der fängt einfach nur die Peaks ab und verändert das Signal nicht großartig. So viel dazu. Also habe ich einen Grundsound gehabt, aber für einen Rocksong war das einfach zu wenig. Also musste ich irgendwie noch ein bisschen Charakter reinbringen. Und bei einem Rocksong ist es zum Beispiel so, dass man einen Verzerrer auf den Bass draufpackt. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier einen Verzerrer reinlade in diesen Bass, den ich mir jetzt gerade schön hingebogen habe, dann habe ich das Problem, dass der Verzerrer ja nicht nur auf die Obertöne wirkt, sondern auch auf das alles, was untenrum ist und dann versaut er mir den kompletten Basssound. Also musste eine andere Lösung her und das Thema dieses Videos ist ja Parallelbearbeitung, also habe ich mir eine Parallelbearbeitungsmöglichkeit geschaffen und habe, wenn ich hier mal runterscrolle, dann kannst du sehen, ich habe den Bass einfach dupliziert. Ich kann hier ja auf die Spur draufklicken mit der rechten Maustaste bei Studio One in dem Fall und kann hier Spur vollständig duplizieren wählen. Das geht bei anderen DAWs auch, du musst du mal in deinem Menü gucken, wo das geht, aber dann kannst du die Spur quasi vollständig duplizieren und dann wird eine exakte Kopie davon angelegt, also eine neue Spur mit genau dem exakten Audioinhalt und die kann ich jetzt parallel, also gleichzeitig neben der anderen Spur mitbearbeiten. Und das ist jetzt diese Spur, die hier daneben ist, die heißt Bass 2, die können wir mal umbenennen, die nenne ich mal in Bass Parallel, wie schreibt man Parallel, wo kommt das L hin?
da, wo du es jetzt gerade siehst. Und damit die beiden natürlich gleichzeitig danach noch weiter bearbeitet werden können, habe ich die hier im Ausgang auf den Bus geroutet, den ich auf der rechten Seite angelegt habe. Ne? Das heißt, also in der Nachbearbeitung, nach der Parallelbearbeitung werden die dann hier wieder in diesem Bus zusammengefasst und da kann ich die dann zusammen wieder bearbeiten. Also, man legt eine neue Spur an, wo aber der gleiche Inhalt drin ist, routet die beiden Spuren dann auf einen Bus und kann dann von da aus weiter zusammen bearbeiten. So, aber diese Parallelspur, die habe ich dann noch bearbeitet. Ich mache die mal hier auf und musste dafür eine Vorbereitung treffen. In der Originalspur hier habe ich jetzt einen ProQue reingeladen und wenn ich den mal hier aufmache, dann siehst du auch direkt, was hier passiert ist. Ich habe mit der Kurve hier einen kleinen Sicherheits-Low-Cut hier unten gesetzt hier, aber ich habe vor allem hier oberhalb von, was ist das hier, mit einem High-Cut habe ich gearbeitet, oberhalb von 590 Hertz, hier unten kann man es sehen, da, oberhalb von 590 Hertz habe ich alles abgeschnitten. Das heißt, ich habe das ganze Ding obenrum komplett beschnitten und habe es konzentriert auf den unteren Mittenbereich und auf den Bassbereich. Da muss man mal gucken, je nach Bass, mit dem man da arbeitet, wie weit man das oben abschneidet. Ich habe es jetzt mal hier nicht ganz so weit abgeschnitten. Manchmal schneide ich das auch komplett runter bis auf 100 Hertz. Aber in diesem Fall hat es ganz gut gepasst, indem ich es bis dahin abgeschnitten habe und habe damit die Basis gelegt, den oberen Bereich des Basses separat bearbeiten zu können. Das heißt, ich schneide obenrum einfach mit einem High-Cut ab und habe jetzt hier auf der Parallelspur die Möglichkeit, hier mit einem Equalizer den oberen Bereich zu aktivieren. Und ich habe, wie du hier siehst, auch einen Low-Cut. Hier unten schneide ich auch ab, aber deutlich rigoroser und begebe mich da runter bis 90 Hertz. Das heißt, dass es hier eine leichte Anhebung in dem unteren Mittenbereich gibt, weil der in beiden Bassspuren gleichzeitig ist. Das muss nicht unbedingt so sein, aber das hat hier wunderbar funktioniert. Das heißt, du musst mal gucken, wie du die beiden Spuren miteinander ergänzt, wo du die genau abschneidest und dann sollte das gut funktionieren. Ich habe also hier bei 90 Hertz abgeschnitten, damit genau diese Parallelspur eben im Tiefbassbereich nicht rumfuhrwerkt, denn der soll ja der anderen Spur überlassen werden. Hab dann hier ein bisschen gestaltet mit dem Equalizer, ein bisschen bei, was ist das hier, 450 jetzt ein bisschen angehoben und ein bisschen bei, das Grüne ist hier 1,1 Kilohertz. Ich kann die Spur mal separat solo abspielen. Die klingt so. Also kein Pfund untenrum und schon sehr knurrig und knochig. Aber das war ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja Energie hier drin haben. Und Energie kriegt man über den Verzerrer, den ich gerade angesprochen habe. Das heißt, ich habe dann natürlich nach dem Equalizer noch einen Verzerrer reingeschaltet. Und da habe ich von TSE Audio, ist ein kostenloses Plugin. Das bildet hier ein berühmtes externes Gerät an, nämlich den Sans Amp Tech 21. Und der wird hier so grob nachmodelliert und funktioniert wunderbar. Ich habe hier ordentlich Drive reingedreht, wie du sehen kannst. Habe die anderen Knöpfe eigentlich nicht angepackt, also weder Low, High, noch Presence, noch gar nichts eingepackt. Ich habe nur Drive reingedreht, damit der richtig Schwung kriegt, der Bass. Und wenn ich den jetzt aktiviere, ich mache mal aus und dann mache ich ihn an. Schon kernig, oder? Jetzt hat er so richtig Schwung. Und jetzt kommt der Clou bei der parallelen Bearbeitung. Ich kann den jetzt zum Originalbass hier mit dem Fader einfach nach Geschmack dazu mischen, also parallel dazu schieben. Und das machen wir jetzt mal. Erstmal solo. So wäre richtig viel. Aber so ist erstmal okay. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal im Mix an. Da kann ich das nämlich parallel dazu schieben. Schalte also hier die Solo-Funktion aus und dann hören wir mal, was im Mix passiert mit dem Bass. Übertrieben. Schon kernig, aber es ist ja wie so oft, im Mix ergänzt sich das alles gegenseitig. Die verzerrten Gitarren, der verzerrte Bass und so weiter. Guck mal, was passiert, wenn ich den ausmache beim Spielen. Dann verliert der Bass nämlich relativ zügig. Los geht's. Ich mache ihn mal erstmal aus und dann an und dann wieder aus. Aus. An. Und wieder aus. Wenn ich ihn ausmache, fehlt sofort was. Der Bass verliert an Schwung. Es ist nicht direkt
greifbar, was da passiert. Aber der Bass wird irgendwie langweiliger, klingt nicht mehr so gut integriert und insgesamt nicht mehr ganz so cool. Also der Verzerrer hat schon seinen Effekt, aber wie gesagt, der soll mir den Low-Bass, den Tiefbassbereich nicht vermulmen. Und das haben wir durch die Parallelbearbeitung hier sehr schön hingekriegt, dass wir die Verzerrung eben nur auf den oberen Tonbereich hier oder den oberen Frequenzbereich begrenzt haben. Wunderbar. Parallel bearbeitet, Bassbereich erhalten. Was wollen wir mehr? Und jetzt gehen wir rüber zur Frage der Woche. Ja, also mit Parallelbearbeitung kann man eine ganze Menge am Basssound ausrichten und wie gesagt, das Bassfundament leidet im besten Fall nicht darunter. Das heißt, der Song behält auf jeden Fall sein Fundament unten rum. Und vielleicht hast du ja eine andere Art, deinen Bass parallel zu bearbeiten. Hast da auch einen Trick, den du immer anwendest? Also nicht nur den Verzerrer, den ich gerade genutzt habe, sondern kannst vielleicht im Obertonbereich auch einen Chorus oder einen Modulationseffekt nehmen, um den Sound wirklich einzigartig zu gestalten. Was machst du? Wie machst du deinen Sound einzigartig beim Bass? Schreib es uns unten rein und vielleicht kann ich schon beim nächsten Song deinen Tipp benutzen und freue mich darüber, dass mein Bass endlich mal wieder ein bisschen anders klingt als das, was ich normalerweise gewohnt bin. Wunderbar, kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Stefan und Stefan schreibt: Hi Jonas, erstmal sehr großes Lob an deine Videos, viele Dinge helfen mir echt weiter. Sehr gern geschehen, Stefan, freue mich immer, wenn ich helfen kann. Und vielleicht hättest du mal Zeit für eine kleine Erklärung in Sachen Latenz in Studio One. Ich habe so das Problem, dass wenn ich aufnehme, meine Stimme in den Kopfhörern echt gefühlt eine Sekunde zu spät ankommt. Gibt es da irgendwas, das ich von der Einstellung her ändern könnte? An der Leistung vom PC soll es eigentlich nicht liegen. Liebe Grüße, Stefan. Keep up the good work. Mache ich auf jeden Fall, Stefan. Und tatsächlich gibt es da was, was ich dir sagen kann, denn das ganze Problem ist so ein kleines bisschen prinzipbedingt. Ich greife mal hier zur Seite, da habe ich so ein Interface zur Seite genommen. Wir haben ja hier, wenn ich hier mal so ein einfaches USB-Interface nehme, haben wir hier den Eingang und da kommt das Mikro rein. Das heißt, das Signal kommt erstmal hier rein, muss dann durch den Analog-Digital-Wandler über die USB-Schnittstelle in die DAW rein und das ist egal, ob es Studio One ist oder Pro Tools oder Cubase oder Logic oder du kannst eine nennen. Auf jeden Fall ist das Prinzip immer gleich. Es muss in die DAW rein. Da drin wird es verarbeitet. Dann muss es wieder zurückgeschickt werden über den Digital-Analog-Wandler auf den Kopfhörerausgang und dann auf deine Ohren. Und dieser Roundtrip, diese Rundreise vom Signal, so heißt das, die dauert halt eine gewisse Zeit. Man kann bei seiner DAW, bei den Audioeinstellungen meistens die Latenz einstellen. So ein Buffer nennt sich das. Mit dem Buffer gibt man an, wie viel Berechnungspuffer der Prozessor bekommt, um das Audiosignal zu bearbeiten. Je größer der Puffer, umso sicherer ist die Bearbeitung, aber umso länger ist auch die Latenz, das heißt der Roundtrip, die Rundreise des Signals dauert dann länger. Und wenn du da einen hohen Wert eingestellt hast, dann kann es schon sein, dass du das Problem hast, dass das Signal tatsächlich gefühlt irgendwie eine halbe Sekunde zu spät kommt. Es gibt aber bei vielen Interfaces, ich nehme mal hier das Focusrite zur Seite, da gibt es hier einen Schalter, der heißt Direct Monitor. Und dieser Direct Monitor macht genau das, ein direktes Monitorsignal, also vom Kopfhörerverstärker direkt auf den Kopfhörerausgang zu schicken. Das heißt, du hast dann wirklich latenzfreies, also verzögerungsfreies Signal direkt auf dem Kopfhörer. Nachteil, du hast keinen Effekt beim Abhören. Aber der Vorteil ist, du kannst definitiv ohne Verzögerung einsingen. Also schau doch mal bei deinem Interface in der Beschreibung nach, ob du da irgendwas zum Thema Direct Monitoring findest, schwieriges Wort. Oder wenn es das halt leider nicht gibt, musst du dich entweder mit den Latenzen ein bisschen auseinandersetzen und vielleicht den Puffer mal bei deinem Audiotreiber ein bisschen runterschrauben. Da muss man aber aufpassen, wenn der zu klein ist, dann knackst es bei der Aufnahme, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Ne? Eine super Aufnahme, aber es knackst dazwischen, ist auch nicht schön. Da muss man einen goldenen Mittelweg finden. Wenn du dich gar nicht damit abfinden kannst und dein Interface keinen Direct-Monitor-Schalter hat, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, doch ein Upgrade oder einen Wechsel zumindest beim Interface vorzunehmen. Dieses Focusrite hier, das habe ich als Ersatz immer rumfliegen und da kommt auch das Audiosignal bei meinen Livestreams immer rein. Das hat also eine Bombenqualität, da gibt es nichts zu meckern. Ich habe auch schon mal einen kompletten Song damit mit diesem Interface und mit einem Mikro aufgenommen. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich das hier mal einblenden. Ein Mikro, ein Song hieß das damals. Aber diese Direct Monitor Funktion, die ist schon sehr, sehr wichtig beim Aufnehmen. Also, viel Spaß beim Aufnehmen, dann mit hoffentlich ohne Latenz, mit Direct Monitoring. Und ich würde mich freuen, wenn dir dieses Video gefällt. Habe ich es ja schon mal gesagt heute. Dann sage ich es halt zweimal. Komm, Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zum weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.